Hallo, eine weitere Episode meines C++ Tutorials. In dieser Episode geht es um sogenannte Speichersegmente, denn jedes Programm ist immer in fünf sogenannte Speichersegmente unterteilt und meiner Meinung nach sollte jeder C++ Programmierer von diesen Se Segmenten zumindest schon mal gehört haben. Ja? Gut. Also, das erste Segment bei der Ausführung ist das Text bzw. das Code Segment von einem Programm. Denn da drin, ja, wie der Code-Segment-Name schon vermuten lässt, befindet sich der ganze Programmcode von unserem äh, Programm, das wir eben ausführen. Also nicht jetzt hier dieser Code, sondern die Maschinensprache, in die der Compiler das Ganze übersetzt. Jedes vernünftige Betriebssystem haut uns da ganz kräftig auf die Finger, wenn wir in dieses Segment irgendwie reinschreiben wollen. Also wir können nicht zur Laufzeit irgendwie den Programmcode, der da ausgeführt werden soll, irgendwie selbst manipulieren. Ja, das lässt kein vernünftiges Betriebssystem zu. Was wir allerdings theoretisch machen könnten, wenn wir an die Speicheradresse kommen würden, dass wir den Programmcode selbst auslesen. Also wir könnten theoretisch ein Programm schreiben, das seinen eigenen Maschinencode auf der Konsole ausgibt. Was das natürlich jetzt für einen Sinn haben soll, das sei mal dahingestellt, aber theoretisch wäre es möglich. Gut, dann die nächsten zwei Segmente sind das Daten- und das BSS-Segment. Das Datensegment hat die ganzen globalen Variablen und die statischen Variablen. Also wenn wir hier jetzt irgendwie eine neue Variable machen, in z ist gleich 5 oder so, dann würde diese Variable hier in das Datensegment kommen. Ja, oder wenn ich jetzt in einer Funktion eine statische Variable machen würde, dann käme auch diese in dieses Datensegment. Also alles, was für das ganze Programm irgendwie gilt beziehungsweise eigentlich immer gültig sein muss, ist in diesem Datensegment. Ja, also zum Beispiel in einer Funktion, da eine statische Variable, die ist natürlich nicht für das ganze Programm gültig, aber sie muss trotzdem immer vorhanden sein. Und für solche Varianten gibt es das Datensegment. Dann gibt es das nächste Segment, das ist das BSS-Segment. Das ist eigentlich nur eine kleine Optimierung von dem Datensegment, denn auch hier kommen globale Variablen rein und auch hier kommen statische Variablen rein, allerdings nur diese, die nicht initialisiert worden sind. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses ist gleich 5 weggemacht hätte, dann käme jetzt diese Variable in das BSS-Segment. Das ist deswegen eine Optimierung, da im Standard festgelegt ist, dass alle nicht initialisierten globalen, Achtung, das ist wichtig, globale Variablen und statische Variablen immer mit Null initialisiert werden müssen. Das gilt nicht für ähm, Variablen innerhalb einer Funktion. Ja, also, aber hier in dem Fall haben wir auf jeden Fall eine Variable, die mit Null deklariert ist. Und warum brauchen wir jetzt dieses BSS-Segment? Naja, Stellt euch vor, wir haben viele von diesen nicht initialisierten äh, Variablen in unserem Programmcode. Dann müsste ja die ganze Zeit abgespeichert werden, 0, 0, 0, 0, bla 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 bla. Das ist natürlich ein Speicherverbrauch, der komplett unnötig ist. Deswegen besteht das BSS-Segment auch tatsächlich nur aus einer einzigen Zahl und diese Zahl besagt, wie viele Nullen denn jetzt folgen. Ja, da sind nicht wirklich die Nullen abgespeichert, sondern da ist zum Beispiel eine 10 drin abgespeichert und das heißt, jetzt folgen 10 Nullen nacheinander. So, das äh, Textsegment, das Datensegment und das BSS-Segment können zu der Laufzeit ihre Größe nicht verändern. Ja, also die sind statisch, die haben immer die gleiche Größe. Jetzt kommen die letzten zwei Segmente, die können sehr wohl zur Laufzeit ihre Größe verändern. Und zwar das Stack-Segment und das Heap-Segment. Ja, die beiden, darum ging es ja in den letzten Episoden so immer wieder mal. Wenn wir das Stack-Segment wird immer dann vergrößert, wenn wir eine neue Funktion aufrufen. Ja, da wird dann nämlich so ein sogenanntes Stack-Frame abgespeichert auf diesem Stack. Das Stack Frame beinhaltet, ja, wo muss ich denn nach der Funktion wieder hinspringen? In dem Datensegment, äh, Quatsch, im, im Code-Segment, nicht im Datensegment, also in dem Segment, wo tatsächlich der Programmcode ist. Wo muss ich da wieder hinspringen? Das speichert ab, was für, was die Werte von den Registern sind. Bei dem Zeitpunkt, wo ich reingesprungen bin in die Funktion. Und solche Sachen werden eben abgespeichert im Stack. Und auch alle Variablen, die wir innerhalb einer Funktion normalerweise hier deklarieren. Also wenn ich jetzt hier ein int k ist gleich 5 mache, dann wird diese Variable auch auf dem Stack in diesem StackFrame abgespeichert. Und wenn ich jetzt eine andere Funktion aufrufe, dann wird das, was ich hier eben momentan mit dem Arbeit in ein Stack-Frame verpackt und ein neues StackFrame wird für die aufgerufene Funktion Sozusagen eröffnet, wo die dann damit arbeiten kann. Gut, wie gesagt, Stack wächst immer, wenn wir eine Funktion aufrufen und schrumpft immer, wenn wir diese Funktion dann wieder verlassen. Ja, also da müssen wir uns nicht selber drum kümmern. Das ist allerdings trotzdem natürlich für uns wichtig, da wir ja keine Pointer auf Stack-Variablen zurückgeben dürfen. Das ist eigentlich die einzige Implikation für uns. So. Das letzte ist das Heap Segment. Das Heap Segment kann natürlich auch dynamisch wachsen und zwar immer dann, wenn wir new aufrufen oder eben wenn wir jetzt äh, C-Style machen wollen, dann natürlich auch malloc und schrumpft immer bei delete bzw. bei free. Ja? Dann wächst und dann schrumpft unser Heap. Um den Heap müssen wir uns wirklich selber kümmern. Ja, also da da werden nicht irgendwelche Variablen gelöscht, wenn wir eine Funktion verlassen oder sonst irgendwas, sondern da müssen wir wirklich selber ein Auge drauf werfen und uns wirklich selber drum kümmern. Dafür können wir allerdings natürlich komplett dynamischen Speicher hier und beliebig großen Speicher in diesem Segment auch reservieren. Gut. Das war es zu den fünf Segmenten. Wie gesagt, meiner Meinung nach sollte ein C++-Programmierer davon einfach mal wirklich gehört haben, deswegen diese Episode. Ähm, Nochmal zusammengefasst, Text- bzw. Code-Segment, Datensegment, BSS-Segment, Stack-Segment und Heap-Segment. Diese fünf gibt es. Gut, ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.